Räuber lassen uns sicher nicht in Ruhe den Tresor der Galbank. Bankraub mit Hindernissen. Wir müssen die Sache irgendwie beschleunigen. Okay. Warte. Aquila City. Ich habe gefühlt mein halbes Leben damit zugebracht, hier wegzukommen. Wollt ihr mir auch irgendwann mal eure Forderungen sagen? Wo sind Sarah? Kommen die doch nicht mit? Zum Beispiel. Tatsächlich nicht. Was ist das denn für ein Müll? Sehe ich irgendwie gar nicht. Was zur Hölle soll ich damit denn anfangen? Ey. Zurücktreten! Sofort! Was ist denn los? Eine Geiselnahme. Und jetzt geh bitte, sonst muss ich dich wegschleppen lassen. Klingt, als könnte ich Hilfe brauchen. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kenne dich nicht. Und jetzt tritt bitte zurück. Aquila City, wie es lagt und lebt. Hier wird es nie langweilig. Da brat mir doch einer einen Morph. Sam Coe. Ist lange her. Du bist vermutlich nicht hier, um dir deine Marke zurückzuholen. Pass auf, Sam. Nur damit das klar ist. Ich gebe dir nicht die Schuld. Von den anderen bekommst du aber wohl eine andere Begrüßung. Danke. Nett, dass du das sagst. Ein wenig habe ich die Begrüßung wohl auch verdient. Aber trotzdem, danke. Ihr habt ja wohl ein kleines Problem und meine Begleitung hier könnte die Lösung sein. Okay, Sam. Ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Die Schaubande hat versucht, den Laden zu überfallen, wurde aber von einer Wache gesehen. Sie haben alle im Gebäude als Geiseln genommen und Wachen postiert. Wir können also nicht reingehen. Sie kommunizieren über das Intercom. Die Schaubande? Eine große Schmugglerbande, die sich außerhalb der Stadt versteckt. Sie nehmen jeden auf, ob Neuling oder Veteran. So schlecht wie das hier vorbereitet war, sind die da drin wohl blutige Anfänger. Vermutlich ihr erster Versuch, eine Bank zu überfallen. Was für uns gut ist. Sie wünschen sich wahrscheinlich gerade, sie wären einfach zu Hause geblieben. Sie müssen doch schon Forderungen gestellt haben. Klingt, als hätten sie euch böse überrascht. Ganz schön peinlich. Sie reden nicht mit mir. Vertrauen niemanden mit Marke. Sie wollen einen neutralen Unterhändler. Sie hatten also keinen Plan für diese Situation und schinden Zeit, um sich einen zu überlegen. Und wie sieht dein Plan aus? Ohne Forderungen habe ich keinerlei Ansatzpunkte. Wir können nur abwarten. Vielleicht kann ich sie zur Vernunft bringen. Wenn ich mich unbemerkt reinschleichen kann, kann ich sie ratzfatz ausschalten. Okay, ich bin bereit, das zu gestatten. Aber vorher ein paar Dinge. Sag, was du sagen musst. Aber was sie auch fordern, ich gebe es ihnen auf gar keinen Fall. Und es stehen Leben auf dem Spiel. Also werd nicht leichtfertig. Finde raus, was sie wollen. Und erstatte mir dann Bericht. Geh es behutsam an. Nutze jede Gelegenheit zur Deeskalation. Du packst das. Hey! Ihr da in der Bank. Ich schicke jemanden zum Verhandeln rein. Ich will deine Hände sehen. Und keine Spielchen, klar? Na klar. Ich habe nur noch 35 Mumpel in der Kanone, aber Rest ist egal. So, was geht hier? Moin. Anführer. Du sollst also mit uns verhandeln, ja? Tja, wenn du glaubst, du spazierst hier einfach rein und überredest uns zum Aufgeben, vergiss es. Ich will erst einmal wissen, mit wem ich rede. Wie heißt du? Oh, Jet Bullock. Na klar. Freut mich, Jet. Ich bin Cole Jonathan. Das ist echt lustig, wenn das in echt so wäre. Freut mich, Jet. Ich bin Colonel Jonathan Jack O'Neill. Die Sache funktioniert nur, wenn ihr kooperiert. Bringen wir es einfach hinter uns. Wow, du bist aber höflich. Also, woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Glaubst du wirklich, ihr hättet eine Wahl? Scheiße, ja, Mann. Scheiße, ja, Mann. Wir halten hier alle Trümpfe in der Hand und wenn wir nicht kriegen, was wir wollen, hat der Marshall Blut an den Händen. Ich gebe dir mein Wort, Jet. Ich will euch nur helfen. Ich kenne dich nicht. Warum sollte mir dein Wort also irgendwas bedeuten?
2, 4, 6, 8 in 3. Okay. Mit mir zu reden ist eure einzige Chance, hier lebend rauszukommen. Ihr könntet doch inzwischen sicher einen Tapetenwechsel brauchen. Gut, dann vertrau mir nicht. Der Marschall und die Wachen tun es. Und die haben nervöse Finger. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. In einer Bank festsitzen ist easy. Mist. Da kann ich jetzt ja nur das untere nehmen, egal was es ist. Ihr wärt doch jetzt lieber woanders, statt in einer Bank festzusitzen. Wir bleiben so lange, wie es nötig ist. Automatisch überzeugen, was ist denn das? Okay, jetzt ist eigentlich völlig egal, was ich drücke. Ich nehme mal das untere. Oh, du willst einen auf Tapp machen? Verkackt. Ja? Gut, kann ich auch. Du kannst mich sowieso nicht umstimmen. Also, nächstes Thema. Fuck. Was sind eure Forderungen? Wie geht es den Geiseln? Sie reden viel zu viel, beschweren sich über jeden Scheiß. War nicht leicht, aber bisher haben wir niemanden erschossen. Mhm. Okay, was sind eure Forderungen? Wir wollen sicheres Geleit zum Raumhafen und ein Schiff. Wir setzen die Geiseln irgendwo an einem sicheren Ort im System ab. Danach geben wir durch, wo sie sind, und der Marshall und seine Crew können sie abholen kommen. Aber wenn uns jemand aus dem Orbit folgt, fangen wir an, Leute zu erschießen, klar? Woher weiß ich, dass ihr Wort haltet? Glaubst du etwa, wir wollen hier eingesperrt bleiben? Scheiße, nein! Es könnte eine Weile dauern, ein Schiff zu besorgen. Das ist ziemlich viel verlangt. Scheiße, die Freestar Ranger haben Schiffe. Sollen sie uns eins von ihren geben? Die ganze Sache ist komplett schiefgelaufen. Es sollte ein schnelles Ding sein. Sauber und simpel. Rein, raus. Also bleiben wir einfach alle cool, okay? Meine Jungs drehen hier drin nämlich durch. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten. Oh Gott. Überzeugen, es ist noch nicht zu spät, das friedlich zu beenden. Ich gebe eure Forderung an den Marshall weiter. Ich habe genug gehört, das ist Zeitverschwendung. Ich probiere nochmal was mit überzeugen. Wie meinst du das? Dieses automatisch Überzeugen da unten, ne? Ist das, dass er automatisch bei jedem Auswahlding einmal die richtige Antwort nimmt? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Weil der Balken füllt sich ja regelmäßig auf, während das Ding hier läuft. Naja, egal, wir machen mal weiter. Wenn ihr jetzt aufgebt, fällt die Strafe vielleicht nur relativ milde aus. Ergebt euch, bevor jemand verletzt wird, dann endet die Sache deutlich besser für euch. Vielleicht hast du recht. Wenn niemand verletzt wird, verbringen wir nicht unser restliches Leben im Knast. Es ist niemandem was passiert, also ist der Richter vielleicht nicht so streng. Ja, das Ganze geht schon lang genug. Sag dem Marshall, dass wir friedlich rauskommen. Reife Leistung. Du würdest deinen guten Ranger abgeben. Das war einfach. Okay. Warte. Wo müssen wir hin? Da. Hui, Schwerkraft. Die haben Angst, das merkt man. Wie sieht's aus? Es ist vorbei, sie kommen friedlich raus. Hoffentlich hast du eine fette Belohnung für mich, Marschall. Ich habe nämlich den Arsch gerettet. Diese Amateure sind eingeknickt wie ein Kartenhaus. Echt, da noch eins. Wie hast du das denn hingekriegt? Dachtest du, ich könnte das nicht? Ehrlich gesagt nicht. Nein, die Shaw-Bande hat noch nie aufgegeben. Ein Glück, dass es Neulinge waren. Wäre da jemand von den alten Hasen dabei gewesen, wäre es vielleicht anders gelaufen. Ich habe sie überzeugt, dass das ist das Richtige ist. Ich habe sie mit meinem unwiderstehlichen Charme überzeugt. Ich habe sie eingeschüchtert. Nachdem das Chance Leute sind, grenzt das an ein Wunder. Hier, das hast du dir mehr als verdient. Du hast uns aus einer schwierigen Lage geholfen. Und zwar mit Mut, was selten ist. Du würdest dich vielleicht sogar zum Freestar Ranger eignen. Wenn du Interesse hast, geh zum Turm und frag nach Emma Wilcox.
Sie ist für neue Rekruten zuständig. 3-8. Skillpunkt verfügbar. Aha. Bankraub mit Hindernissen. Okay. Die Pflicht ruft. Simone, wir übernehmen jetzt. Well, ich muss mal hier durch. Geht's dir gut? Sie haben dir doch nichts getan, oder? Gelbank Tresorraum. Ist der hier? Ich dachte, das ist die Bank. Egal, ich gehe mal rein. Moin, der Turm. Wenn das jetzt falsch ist, ne? Und deine Atmung. Wieder alles normal. Ich guck mal kurz, warte. Ja, das ist falsch. Na klar, der hat einfach eine andere Mission aufgemacht. Wie asozial ist das denn? Ciao. Hau ab. Ich will wieder raus. So ein Pisser, der will mir einfach eine andere Mission aufdrängen. Hallo? Ich will laufen jetzt. Du bist echt gut. Kann man eigentlich? Ja, das funktioniert. Habe ich schon rausgefunden. Okay. Mit Caps Lock das. So, moin. Will hier rein. Gelbank Tresorraum. Wo ist denn der? Wo soll ich lang? Ach, oh, ich bin so schlau. Warte. Hier unten. Hier dürfte jetzt ja keiner sein. Familie hat ein paar verschiedene Schließfächer. Also sehen wir uns um. Hier ist eine Kopie vom Schlüssel. Was ist das hier? Credstick stehlen. Okay, denk dran. Solomon stammt aus einer früheren Generation. Es ist also nicht auf einer Slate. Wir suchen einen Stapel Papiere. Nehmen. Hier. Ich sprich mit Sam. Warte, hier war doch noch was anderes, was aufging. Hier. Schade. Sam, warte, ich will reden. Reden. Oh nein, Jacob. Natürlich hat der alte Esel das kommen sehen. Wer ist Jacob? Warum hat er die Karten mitgenommen? Nur ein verbitterter alter Mann, der sich mal wieder einmischt. Klingt, als müssten wir mit ihm reden. Ich spaziere in ein Riesendrama. Ich spaziere mitten in ein Drama. Yep. Ich wollte eigentlich nicht zum Anwesen. Cora wird stinksauer sein. Warum sollte Cora sauer sein? Weil ich zu ihr meinte, dass wir keine Zeit hätten, bei... Okay, ich wollte das vermeiden, alles klar? Mhm. Sam, red Klartext, sag mir, wer Jacob ist. Es ist zwecklos, es hinauszuzögern, wir brauchen die Karten. Wir können eine Pause machen, dich irgendwo in einer dunklen Ecke grübeln lassen. Überzeugen. Muss das jetzt wirklich sein? Na klar. So, 3 Züge, 4. Das ist einfach. Wir können nicht zusammenarbeiten, wenn du mir nicht vertraust. Wir gehen doch sowieso zum Anwesen. Ich werde es so oder so herausfinden. Sprich doch offen mit mir, Sam. Komm schon. Warte. Es geht um ein Familienmitglied, so viel ist klar. Warum sagst du es mir nicht einfach? Es Fuck. Ist nicht deine Sache. Mehr sag ich nicht. Wir gehen doch sowieso zum Anwesen. Du hast schon recht. Okay. Es schadet doch nicht, es mir einfach zu erzählen. Ich wette, Cora würde es mir erzählen. Vielleicht sollte ich einfach sie fragen. Du kannst dir sparen, den harten Macker zu markieren. Raus damit. Okay, nein, das soll ich vielleicht nicht nehmen. Lassen? Ich will nicht mehr darüber reden, okay? Du wirst schon sehen. Gehen wir einfach. Langweilig. So, warte. Wir müssen wieder hoch. So viel sollte klar sein. Hier geht's hoch. Da geht's raus. Damit. So. Tag. Wo müssen wir hin?
Hier lang. Jetzt ist es markiert. Wir müssen wohl hier lang. Ich sag nur, dass meine Familie auf dem ersten Schiff war. Ich kenne einen Typen, der den Red Mile Run echt abgeschlossen hat. Hat zwar ein Auge verloren, aber jede Menge Credits gewonnen. Was? Und man hat ja zwei. Wieso labern die Leute mich auf einmal von der Seite voll? Begib dich nach Red Mile, keine Ahnung. So, Co. anwesend. Sieh an. Sam Cole verdunkelt mal wieder unsere Schwelle. Du weißt, warum ich hier bin. Ach. Und warum? Bist du zur Vernunft gekommen? Hast endlich erkannt, wo du hingehörst? Ich frage nicht nochmal. Du hast noch nie gefragt. Lass schon hören. Ich will dich sagen hören, was dir wichtiger ist als die Familie. Okay, das war ein Fehler. Der einzige Fehler hier bist du. Dass du deinen Constellation-Lakaien herbringst statt meiner Enkelin. Willst du Sam helfen, sein Vermächtnis zu plündern? Ihr bekommt die Karten nicht. Punkt. Okay. Warum genau hasst ihr zwei eigentlich so? Ein Co. gehört nur an einen Ort. Und das ist nicht das Sternenmeer, um Gott weiß was zu tun und unsere Zukunft zu riskieren. Es geht nicht um dich oder dein Vermächtnis, es geht um etwas Größeres. Wow, zieh mich nicht damit rein. Und Sam könnte sagen, ich habe genau so ein Recht auf diese Karten wie jeder andere. Uha. Können wir ja mal machen. Ich habe genauso ein Recht auf diese Karten wie jeder andere in der Familie. Ganz genau, Sam. Solomons Vermächtnis gehört uns allen. Aber manche von uns sind hier und halten es in Ehren und manche nicht. Okay, das reicht. Komm mit. Unterhalten wir uns. Allein. Willkommen zu Hause, Sam. Bleib bitte nicht lange, wie du es eben immer tust. Du kannst deutlich schlimmer erwischen als bei der Constellation. Ja. So, Sam Coe reden. Augenblick. Okay. Reden wir über unsere Optionen. Brauchst du kurz? Willst du darüber reden? Nein, es ist lange her, aber so läuft das immer. Jedes Mal. Ich könnte mit Jacob reden, vielleicht nimmt er Vernunft an. Die Karten müssen doch irgendwo sein. Du lenkst ihn ab, ich sehe mich um. Er hat seine Enkelin erwähnt, vielleicht kann Cora helfen. Das ist vielleicht eine geile Idee. Nein. Ich will sie nicht hier haben, okay? Je weniger sie mit Jacob zu tun hat, desto besser. Wir brauchen die Karten, Sam. Sie kann uns helfen. Schön, wir überlegen uns was anderes. Was ist denn los? Bisher hattest du kein Problem damit, dass sie dabei ist. Ich habe vor langer Zeit entschieden, wie meine Kleine aufwachsen soll. Und Jacob Co. kommt da nicht vor, okay? Belassen wir es dabei. Verdammt. Also schön. Gut. Wir holen sie. Aber wenn es andere Optionen gibt, müssen wir erst die probieren. Bitte Cora um Hilfe, sprich mit Jacob und lass Sam ihn ablenken. Sprich mit Jacob und überrede ihn. Überreden. Probieren wir mal zuerst. Ach, Sams Constellation lag eigentlich wieder nerven. Okay. Was hast du überhaupt für ein Problem mit der Constellation? Du meinst, abgesehen von der Tatsache, dass ihr eine unabhängige Gruppe seid, die nicht weiß, wo ihre Loyalität liegt? Oder meinst du die Tatsache, dass meine Enkelin in eurem Clubhaus lebt, statt im Haus der Familie? Okay, erstmal überzeugen. Sei doch vernünftig, wir brauchen die Karten, Jacob. Tja, das entscheidest aber nicht du, hm? Sie sind Familieneigentum der Chaos. Und sie bleiben hier. Okay, 3 Züge, 4 brauchen wir, insgesamt 4 Punkte. Constellation will einfach nur Solomons Arbeit weiterführen. Je schneller du mitmachst, desto schneller bist du uns auch wieder los. Sam wird Solomons Vermächtnis auf eine eigene Art gerecht. Er erkundet auch den Weltraum.
glaubst du wirklich, oder? Okay. Schön, dass du dich langsam bemühst, die Dinge aus meiner Perspektive zu sehen. Sam ist dein Sohn. Willst du ihm den wirklich nicht helfen? Je schneller du mitmachst, desto schneller bist du auch wieder los. Rücke raus damit sofort. Das nehmen wir auf keinen Fall. Glaubst du etwa, ich versuche nicht, ihm zu helfen? Ich fasse es nicht, dass ich das sage, aber schön. Wenn ihr mich endlich in Ruhe lasst, könnt ihr die Karten haben. Sie sind im anderen Raum. Hier, der Schlüssel. Jacobs Büroschlüssel hinzugefügt. Hol die Karten. Moin. Boah, richtig gut versteckt, einfach hier auf dem Schrank drauf. Geil. Sprich mit Sam. Okay, mal sehen, ob wir das leere Nest finden. Lass mich nachdenken. Soweit ich weiß, waren seine Werte erst ganz normal, dann sind sie abgefallen. Und keine Kreatur, ob Alien oder nicht, hat sich hineingewagt. Da, ich hab's. Oh Mann. Das ist ein Problem. Sag mir einfach, was los ist. Sag sowas nicht. Ich bin sowieso schön nervös genug. Schön nervös, ja, gefällt mir. Was es auch ist, wir kommen damit klar. Stimmt schon. Aber sehen wir uns erstmal an, womit wir es zu tun haben. Das liegt mitten im Grenzland, wie schon erwartet. Da gibt es keine großen Probleme, außer den üblichen Begegnungen mit der Fauna. Aber das leere Nest ist eine Höhle mitten im Gebiet der Shorebande. Also der Outlaws, die die Galbank ausgeraubt haben. Oh nee. Wie überleben sie außerhalb der Mauern? Die Banden auf Aquila finden immer einen Weg, aber sie müssen in Bewegung bleiben, um den Ashtar auszuweichen. Ist vielleicht nur ein Zufall, dass die Höhle, die wir suchen, im Gebiet der Shorebande liegt. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Outlaws bestrafen klingt nach einer tollen Beschäftigung. Verdammt, ich hatte gehofft, die sehen wir nicht mehr. Kriminelle mit unserem Artefakt. Wehe, sie machen's kaputt. Oder verkaufen es. Vergiss nur nicht, es geht um das Artefakt, nicht um sie. Wenn es dir Spaß macht, Verbrecher zu jagen, ist das nur ein Bonus. Gehen wir zu der Höhle. Reise zum leeren Nest. Das leere Nest. Reisen. So, Achso, okay, warte hier. Let's go. Hier ist der Weg. Okay, wir sind im Territorium der Shorebande. Die halten sich hier vom Weg. So, dann gucken wir mal hier. Tschüss. Dein Ernst? Hallo. Oh nee. Nee! Glück gehabt. Das war knapp. Als ob die Dinger hier überall liegen. Nervt mich ein bisschen. Warte. Nee, da will ich nicht hin. Das ging daneben, warte. Dein Ernst? Warte. Oh nee! Noch so ein Ding. Oh, noch so ein Ding. Alter, was ist hier los? Hilfe! Ich muss hier weg. Jetzt reicht's. Moin. Fuck, nachladen, warte. Nachladen. Mach doch mal selber, Mann. Das Ding war leer geschossen. Was? Wo? Ich sehe keinen. Ah, hier. Da. Ich sehe nicht. Scheiße. Dafür sterbe ich nicht. Voll in den Arsch rein gerade. Warte mal. Oh geil, wir haben noch einen Schuss. Auch nicht schlecht. Hallo. Benötigte Munition fehlt. Okay, warte. Inventar. So, Waffen. Haben wir da noch Munition für? Nee, Schuss 0. Oder? Patrone hüllenlos. Schuss 0. Das hier sieht gut aus. 349 gefällt mir. So. Willst du dich echt mit uns anlegen? Ha!
Ah ne, da oben. Was ist das denn für ein nerviges Ding da oben? Warte mal. So, warte. Oh, hallo. Fuck, nachladen. Warte. Das hier. Wo sind der? Ah, da unten, warte. Ich lauf mal kurz hier drüben lang. Oh ne, da ist ein fettes Fass. Ist das hier? Nehme ich. Hier wollte ich gar nicht rein, warte mal. Ja, bleib noch am Fass hängen, toll. Warte, hallo, lauf jetzt! Du Pisser, komm her. Ist mir völlig egal. Warte erstmal nach, Kollege. Ich hab doch auf R gedrückt. Warum lädt er nicht nach, der Pisser? Ja. Die Munition geht aber auch richtig schnell weg hier, ne? Vor allem, ich treffe ja gefühlt auch jedes Mal. Aber geht ja trotzdem alles an Munition gefühlt weg. Ah ne, gut, der war jetzt unnötig, aber egal. Alter, guck mal, wie viele Schüsse die Typen fressen, Alter. Ah, das Ding da oben nervt mich noch so ein bisschen. Warte. Du ballerst gefühlt nur Munition raus, Alter. Wir haben schon über 100 Schuss weg. So, warte. Wo ist denn... Spring doch mal. Jetzt. Da oben war doch noch wer. Da. Gut, für eine Pistole bin ich auch vielleicht ein bisschen weit weg, das gebe ich zu. Hier sind immer noch zwei. Da. So, immer noch zwei. Warte, da hinten irgendwo. Hier oben. Da. Das ist zu viel. Ich bin weg. Stehen bleiben. Nee, schön hier bleiben. Was ist das eigentlich für ein Verpisser, Alter? Oh, warte, Loot. Nehme ich mit. Schon wieder zwei. Warte mal. Wo ist eine andere? Da! Oh. Und da. Da war ich zu weit weg, warte. Ich schieb mal kurz was nach. Mir sollte man nicht blöd. So, haben wir jetzt endlich Ruhe? Wäre echt mal geil, muss ich sagen. Schmuggler sollten sich nicht mit uns anlegen. Jetzt haben wir Ruhe. So, pack das mal weg. Das leere Nest. Öffnen. Gucken, was da drin so abgeht. Oh, hier ist immer noch wer. Warte. Das hat nicht so viel gebracht. Oh, fuck. Der fette Tank hier, den habe ich gar nicht gesehen. Hey, ich sterbe nicht. Ja, ist ja gut jetzt. Das sind alle waren. Hat Spaß gemacht. Waren das nicht zwei auf dem Radar gerade? Oder habe ich das falsch gesehen? Ist hier drin eine Splittergranate, Infrarotmine? Geil, nehme ich mit. Da ist einer auf dem Radar. Ich sehe den nur nicht. Da war gerade einer auf dem Radar, ich hab's genau gesehen. Da oben geht's auch noch lang. Da hinten. Komm schon. Nachladen. Ah, es sind zwei, siehste. Wie kommt denn der da hin? Muss ich auch. Ich muss mit Sicherheit auch so rumlaufen, ne? Warte. Oh. Hallo. Aua. Bin ich hier am Anfang. Scheiße. Wie komme ich denn da hin? Warte, ich lauf mal kurz zurück. Man kann nicht alle fangen. Muss ich. Ich muss jetzt nicht ernsthaft oben drüber springen, oder? Wow. Okay. Naja, gut. So geht's auch. Wo geht's hier lang? Das ist eine Abkürzung. Oh, ciao.
geht's lang hier? Ja, ne?